keinen Identität mehr annehmen, die sich zu politischen Ausgrenzungen machen. Die dürfen Ausgrenzungen sagen, Karneval, ich gehe nicht nach Köln, kann die nicht leiden. Und wenn ein Kölner kommt, trinke ich mit dem eben kein Eis, weil der Kerl sowieso dieses Welle Köln verfolgt hat. Entscheidend ist, es kann nicht mehr akzeptiert werden, dass sie eine Identität annehmen, die politisch andere ausgrenzt. Das ist das, warum es nicht entscheidend ist. Daneben dreht, also für mich, in der Welt erstens gucken, gibt es nicht eine, die alle Menschen haben. In den Menschenrechten ja sogar schon noch was zu kodifizieren und bringen wir diese vier nochmal sprachfähig, rechtsfähig, kulturfähig, rechtsfähig, alle Menschen. Und die Folge daraus muss sein, wir dürfen in der Vielfalt der Identitäten keine haben, die sie aus politischen Gründen andere ausgrenzen. Sie brauchen nicht ihre zu haben, mit denen können sie sich wegen mir krabbeln. Mir ist das klar, ich will ja alles keiner vermeiden. Und niemand will sie daran hindern. Es soll auch niemand dahin gehen, wo es im Fest was macht. Ne? Und das kann man ja nicht anordnen. So, das ist meine Antwort auf diese Frage. Aber wegen der Notwendigkeit, dass es wegen globaler Probleme ein politisches System auf Weltebene gibt, das alle Menschen beteiligt, das zuerst föderative und dann ansatzweise monarchische Strukturen ausbildet und dabei ist, macht es Sinn, sich auch zu fragen, haben wir denn irgendwas alle gemeinsam? Daneben können wir die maximale Individualität sogar entfalten, also wie werden Sie das ja anmerken, ich bin ausgesprochen für Individualität. Und das bleibt dann noch. Das wäre meine Antwort.